Jo, Sportsfreunde, euer Göcki am Start. Heute mal ein kleines Tutorial zum Military Press. Viele machen das sehr stehend und ich beobachte immer den Fehler, dass viele zu viel Schwung aus dem Bein nehmen, zu stark ins Hohlkreuz gehen, so auch den unteren Rücken sehr, sehr stark belasten und vor allem natürlich mit dem Schwung aus dem Bein arbeiten und nicht wirklich die Schulter schön reinziehen. Deswegen machen wir das Ganze mit der Langhantel heute mal sitzend. Ja, wir können halt wie gesagt nicht so stark ins Hohlkreuz gehen wie stehen. Wir können wie gesagt stärker mit der Schultermuskulatur konzentrierter arbeiten. Und bevor ich kurz mal darauf eingehe, es gibt natürlich zwei Variationen. Viele nehmen die Ellenbogen sehr eng rein. Das sieht man schon mal hier bei der Brustmuskulatur. Guckt mal, ich kriege eine Kontraktion in die Brust rein, wenn ich jetzt hier rausdrücke. Sprich, der obere Brustanteil, die Fasern am Schlüsselbein und der vordere Delta-Muskel arbeitet mehr, wenn ich die Ellbogen rannehme. Wenn ich die Ellbogen ein bisschen rausnehme, arbeitet weniger die Brust und mehr der mittlere Delta-Kopf. Ja? Wir machen das Ganze mal sitzend, wie gesagt. Wird es hier schwieriger mit ein bisschen weniger Gewicht, weil ihr grundlegend ohne Schwung arbeiten könnt. Und ihr müsst einmal das Gewicht mit den Oberschenkeln hochkatapultieren. Ihr führt es bis zum Brustbein runter, macht es schön konzentriert. Und dann spürt ihr auch mal so richtig schön die Schultermuskulatur, wenn ihr die vielleicht sonst im Stehen nicht so gut reinkriegt. Es ist wie gesagt etwas konzentrierter und wenn ihr es vernünftig macht, auch rückenschonender. Ja, ich fange hier an. Leichtes Hohlkreuz ist drin. Ich bin fest mit der Rumpfmuskulatur mit den Füßen hier auf dem Boden. Und habe jetzt hier einmal die Ellbogen eng. Das heißt, die enge Variation. Drückt über den Kopf raus und geht langsam wieder runter. Ausatmen beim Hochgehen und langsam wieder runter. Explosiv hoch. Ja, ich bin mit dem Oberkörper und mit dem Unterkörper fest. Nur der Zielmuskel kann tatsächlich arbeiten. Runter und ja, je nachdem wie eng ich jetzt hier greife, wie gesagt, die Brust oben ein bisschen mehr mit drin, Schlüsselbein und der vordere Delta. Und jetzt kann ich natürlich hier die Ellbogen etwas rausnehmen nach außen und mit einem mittleren Delta-Kopf arbeiten. Weniger Brustanteil. Wird auch etwas anstrengender, wenn ich hier, wie gesagt, breiter greife. Ja, wird dann schon hart? Wie gesagt, macht das mal, probiert es mal aus, wenn ihr den Military sonst mal im Stehen macht. Ich sehe das halt wirklich sehr, sehr oft und im Sitzen könnt ihr euch so selber kontrollieren, dass ihr weniger Schwung aus dem Bein holt, dass es wirklich schön reinzwirbelt in die Schulter. Deswegen einfach mal alternativ im Sitzen das Ganze. Macht das mal nach. Bis dann, euer Göcki. Ciao. I think they need to know I don't play around.